Was? Was machst du hier? Was sind das für Politiker? Ihr redet hier in so eine rassistische Scheiße am Kotti. Was für eine rassistische Scheiße? Lass nicht da in Zugriff! Scheiße. Während du hier stehst und Scheiße laberst, hab ich was getan. Ich bin 50 und nicht tot. Hallo, ich bin's Carsten Stahl, Deutschlands bekanntester Kinderschützer, zusammen mit Deutschlands bekanntesten Personenschützer Michael Kuhl. Cool, warum sag ich jetzt cool, Alter? Der ist ja cool. Der ist cool. Ja, Michael Kuhl natürlich, aber er ist ja natürlich auch sehr cool. Und hier ist das My Bodyguard Mobil, wenn man sich das halt mal anguckt. Guckt, ein Monster. Wie heißt das Ding? Ford Raptor. Ford Raptor, also Raptor wie die Dinosaurier-Dinger, die mittlerweile ausgestorben sind. Aber wir sind's nicht, auch wenn man uns sagt, wir sind auch schon Dinosaurier. Er mit zarten 45 und ich mit 35. Es wird jetzt heute ein sehr lustiger und spannender Tag. Wir werden über einige Dinge sprechen, über aktuelle Dinge, Dinge, die in unserem Land passieren, die nicht schön sind. Wir werden aber auch mit Sicherheit über das eine oder andere lachen. Wir werden vielleicht auch den einen oder anderen Interviewpartner sehen. Und wir wollen Deutschland sicherer machen mit My Bodyguard. Mit einem Klick, mit deinem Klick, mit eurem Klick Leben retten. Aber jetzt habe ich erstmal eine große, wichtige Aufgabe. Ihr seht das große Auto und ihr seht da Michael Kuhl. Kuhl. Ja. Ich habe jetzt meine Aufgabe, die ich mir schon immer... Kennt ihr noch von früher die Feuerleiter? Ja, guckt euch das doch bitte mal an. Guckt euch doch mal an, wie ihr jetzt da... Nee, mein Freund. Ich komme da gar nicht rein. Ja, genau, das hier meinte ich. Ich brauche deine Hilfe. Komm, ja, schon mit fast 60 schaffst du das. Komm, runter. Genau. Gut. Ein bisschen Spaß muss immer sein. Und soll wenn ja ich aussteige, brauche ich einen Fallschirm. Nee, ich bin ja da, ich fange dich. Ja? Ist doch besser fast 60. Solange. Ich bin mal, 60. Das Schöne ist doch, jetzt hast du noch ein Ford Raptor und danach hast du den, wie heißt das Ding hier, wie heißt denn, den Rollator? Ja, abwarten. Sind also, wir doch ein bisschen weg. Da sehe ich mich nicht. Was in den letzten 2,5 Jahren passiert ist, ist schlimm für uns alle gewesen. Wir schauen nach vorne, aber wir dürfen nicht vergessen, was passiert ist, wir müssen daraus lernen. Da wir beide uns für die Bürger in unserem Land einsetzen, mir ist der Kinderschutz sehr wichtig, hat für mich oberste Priorität, aber da ich ja von der Straße komme und weiß, was da alles passiert und vor allen Dingen aus Berlin-Neukölln, nehmen wir euch beide jetzt mit auf eine Reise. Wir gucken mal, was passiert. Wir werden mit Sicherheit interessante Gespräche führen. Wir hoffen natürlich nicht, dass es zu irgendwelchen unschönen Szenen kommt. Ich freue mich schon vor allen Dingen, wenn wir unterwegs sind, irgendwo mal auszusteigen. Die Leute reagieren ja. Und dann werden wir uns mit Sicherheit auch irgendwo mal etwas, ja, Mangiare, etwas zum Essen hinter die Binden kippen und essen, weil es einfach wichtig ist, auch sich zu stärken. Und ihr seid herzlich eingeladen, uns beide jetzt zu begleiten, hier in diesem großen, ja, kraftvollen Paket mit zwei, ja, noch sportlichen Männern, die eins nicht tun, die nicht wegsehen und die handeln. Wir wollen nicht in die Politik, aber die Menschen schreien immer wieder, bitte geht in die Politik, bitte geht in die Politik. Darüber sollten die Politiker mal nachdenken, warum sie wohl Menschen wie uns wollen, mit unserer Vergangenheit, mit unserer Art und Weise, mit dieser großen Schnauze und dem 30 Kilometer großen Herz, was wir in der Brust haben. Viel Spaß dabei. Hört er, wie das Kätzchen oder der Tiger oder der Löwe schnurrt und brummt? Natürlich, und das haben wir ganz vergessen, Klimaschützen, denn der fährt mit Gas, nicht mit Benzin, mit Gas, damit nicht irgendwelche Klimakleber sich hier in irgendeiner Weise diskriminiert fühlen. Wir machen Klimaschutz möglich, auch mit so einer Karre. Genau, daher Gastank. Ja, Micha, wie ich sehe, hast du hier Stop-Bobbing drauf. Ist ja sehr vorbildlich. Ja, nee, sehr natürlich. Vorbildlich, ja. Hier, ja, schon umgestylt. Das habe ich von einer großen Familie geschenkt bekommen, von dem Papa Berjawi. Der hat mir das geschenkt und bringt mir, seitdem ich das hier habe, immer Glück. Ja, vom kleinen Briefträger aus dem Wedding hast du dich ja hochgearbeitet zum mitbekanntesten Personenschützer in Deutschland. Hast ja mit Sicherheit genauso wie ich auch immer wieder gemerkt, wie viele Leute es so gibt, die das nicht gönnen oder Neider sind oder Scheiße labern. Wir beide sind ja auch großen Anfeindungen ausgesetzt, immer mal wieder. Wenn man sich bedenkt, dass ich für den Kinderschutz kämpfe und mit Anfeindungen zu tun habe, frage ich mich manchmal, was stimmt in dieser kaputten Welt nicht? Das habe ich mich schon vor Corona gefragt. Aber seit Corona frage ich mich eigentlich gar nichts mehr. Ich falle voll vom Glauben ab, was hier passiert. Jetzt kommt die Inflation dazu. Michael, du als Sicherheitsexperte, wie siehst du die Situation jetzt, das, was auf uns zukommt? Wo siehst du die Gefahren? Merkst du genauso wie ich, dass eine extreme Verrohung der Gesellschaft da ist, aber auch eine extreme Gewaltzunahme von Vergewaltigungen, Einbrüchen, Diebstählen?
aber auch von Übergriffen, natürlich auch von und gegen Menschen in unserem Land, die hier leben, aufwachsen, mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Also ich bin ja 40 Jahre im Business, immer unterwegs, kein Theoretiker, Praktiker. Und ich kann nur sagen, Deutschland ist komplett destabilisiert und ist mit dieser Regierung nicht mehr zu retten. Ja, die Regierung muss rigoros abtreten und wir brauchen einen Regierungswechsel, ansonsten wird ja gar nichts passieren. Wir brauchen härtere Gefängnisstrafen und wir brauchen bei Menschen, die hier zu Gast sind, Ausländer sind, die keinen deutschen Pass haben, ist doch ganz klar, wenn die hier kriminell sind, unsere Frauen vergewaltigen, unsere Frauen Menschen abstechen, ist doch völlig logisch, brauchen wir das Instrument, wir brauchen die Mittel, diese Menschen rauszuschmeißen. Die müssen Deutschland verlassen. Ganz, ist ganz logisch. Ganz wichtig, da grätsche ich jetzt nochmal ein, weil der eine oder andere sonst immer vielleicht das benutzen möchte, um Scheiße zu erzählen. Wir reden hier von Menschen, die in unserem Land sind und sich hier nicht an Regeln halten. Es werden ja nicht nur deutsche Frauen und christliche Frauen Opfer von Vergewaltigung, sondern auch Frauen mit Migrationshintergrund, türkische, arabische, asiatische Frauen, egal woher. Wir haben Gewalt gegen Menschen, die christlichen und deutschen Nationalität sind, aber auch gegen andere. Und für mich ist es so, das will ich jetzt mal deutlich sagen, mir ist das scheißegal, woher jemand kommt. Mir ist das scheißegal, welche Glauben er hat, welche Kultur oder welche Hautfarbe er ist. Wenn sich jemand in unserem Land wie ein Arschloch benimmt, die Gesetze bricht, Menschen gefährdet, jeglicher Religion, jeglicher Kultur und der Meinung ist, er kann hier machen, was er will, dann muss er mit voller Härte des Gesetzes bestraft werden und wenn es gar nicht mehr geht und er es nicht kapieren will, dann muss er unser Land auch verlassen. Wenn er unsere Gastfreundlichkeit ausnutzt und denkt, er könnte hier machen, was er tut, wo tun wir das im Ausland? Dann würden wir härteste Strafen erleben, ja, wenn nicht sogar Gewalt erleben. Das machen wir hier nicht. Unsere Möglichkeiten, die wir haben, nicht umgesetzt werden, wird es eine falsch verstandene Toleranz sein und sie wird ausgenutzt werden und es wird immer schlimmer. Etche könnte noch leben, wenn dieser Bürgermeister auf die Not der Menschen gehört hat. Die Menschen haben schon seit einem halben Jahr aufgeschrien, weil da Übergriffe waren, weil da Attacken waren, ja, und nichts wurde gemacht. Zum Glück gibt es auch positive Beispiele, aber auch so viele negative und das fällt mittlerweile auf. Es gibt keine Statistiken, werden nicht geführt über Messerattacken in Deutschland. Warum? Weil sie natürlich klar ein Bild zeigen würden. Ja, es gibt natürlich auch Messerattacken von Menschen ohne Migrationshintergrund, aber auch viele mit. Aber diese Politik des Versagens, diese links-grüne Gülle, die hier abläuft, die muss aufhören. Wir müssen endlich Sicherheit schaffen für jeden Bürger jeglicher Herkunft in unserem Land. Und dafür treten wir ein. Und wer uns dafür hasst, leckt uns am Arsch. Ist mir scheißegal. Es ist kein Beliebtheitswettbewerb. Geht um die Sicherheit unserer Kinder. Sicherheit aller Bürger. Und es ist widerwärtig und asozial, dass ihr versucht, uns das Denken zu befehlen und mit eurer Nazi-Keule kommt. Es ist auch widerwärtig, wenn das als irgendwelche instrumentalisieren, die selber nichts gerissen haben. Aber ihr könnt doch nicht von uns verlangen, dass wir das akzeptieren und sagen, okay, da sind ja diese Frauen, Kinder und Männer, die jetzt hier zu Tode kommen, bedauerliche Kollateralschäden. Seid ihr bescheuert oder was? Wenn mein Kind sowas passiert, mein Kind ist auch bald 14, dann werde ich die Höllentore öffnen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Wenn ihr denkt, ihr könntet hier machen, weil ihr selber keine Kinder habt oder eure Kinder auf Privatschulen schickt oder euch unsere Kinder scheißegal sind und unsere Frauen und unsere Rechte, dann dürft ihr euch nicht wundern, dass wir wütend werden. Und ihr fördert damit genau das, was ihr verhindern wollt. Die Parteien, die ihr nicht wollt, die fördert ihr. Und das kotzt mich an. Und deswegen mache ich meinen Mund auf, deswegen macht er sein. Und zum Glück immer mehr. Wenn du mich halt fragst, für mich sind die alle unwählbar. Und wenn ich sage alle, meine ich auch alle. Und eine Alternative ist keine Alternative, wenn sie solche Dinge da teilweise rausposaunt. Man müsste komplett neu anfangen mit vielen Leuten, die das Herz an der richtigen Stelle haben. Du sagst es immer wieder, die Menschen schreien, Carsten, bitte geh in die Politik. Ich habe keine politische Ambition. Aber wenn ich sowas machen würde, dann hätte ich drei Dinge, die ich sofort umsetzen würde, weil sie für mich maßgebend etwas verändern würden. Das erste wäre, wenn ich in irgendeiner Weise eine Position hätte, die in diesem Land mitbestimmen dürfte. Das erste wäre, ich würde den ganzen Bundestag um 50% reduzieren. Erstmal Minimum, Hälfte der Leute weg, die braucht kein Schwein. Die sind nur da, um Posten abzufangen für die, die irgendwann aus der Politik raus sind. Das zweite ist, eine Grundvoraussetzung, um Minister, Generalsekretär oder Staatssekretär zu werden, ist, die Leute in diesen Ämtern kommen aus diesen Ressorten. Sie wissen, von was sie reden. Kann ja nicht sein, dass irgendwelche Sparkassenleute in Gesundheitsminister werden oder andere, die eine von der Leyen, die von dem Thorsten Rummirecht wird und uns hier verarscht. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung in jedem Amt, Minister, Kanzler,
jedem Ding, die haben eine Grundausbildung in diesen einzelnen Dingen. Das muss sein. Völlig logisch doch eigentlich. Ja, immer. Du kannst dich nicht bewerben, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich habe keine Ahnung. Und wenn sie beim Lügen, beim Betrügen erwischt werden mit ihren Lebensläufen, dann müssen sie sofort abtreten. Und sogar von mir aus soll jeder Minister sogar 250.000 im Monat verdienen. Aber er wird dabei irgendwelcher Lobbyarbeit erwischt, bei irgendwelcher Korruption erwischt. Dann verliert er alles und geht in den Knast. Ja, wirklich knallhart. Und die dritte, meine wichtigste Forderung aus meiner Sicht ist, Macht in den falschen Händen ist gefährlich. Und so viel Macht als einzelne Person oder als einzelne Partei zu haben, ist in meinen Augen gefährlich. Deshalb wäre mein Ansinnen, wie in der Schweiz, die Macht in die Hände von Bürgern zu geben. Dass die Bürger über die wichtigen Entscheidungen treffen. Die großen wichtigen Entscheidungen müssen die Bürger treffen. Von den Bürgern, für den Bürgern. Das wäre meinen Sinnen. Ich möchte überhaupt keine Macht haben. Ich möchte dafür sorgen, dass die Bürger die Macht haben und dass diese ganze Korruption und diese Lobbyarbeit endlich ein Ende hat. Es ist unfassbar, untragbar, von was für ein paar inkompetenten Menschen wir regiert werden. Ihr braucht alle eins. Einen moralischen Kompass, denn ihr, eurer ist im Arsch. Also wir beide sind ja nur schon etwas über die 50. Wir kriegen ja noch einen Herzinfarkt, wenn wir uns immer so aufregen. Lass uns mal jetzt die Dreckspolitik gar nicht so viel Bühne geben, aber lass uns jetzt mal auch ein bisschen runterkommen und ein bisschen abspannen. Und meine Ohren können sich erholen. Aber du bist ja immer sehr laut, muss ich ja zugeben. Du hast ja eine besondere Art, dich auszudrücken, aber du hast einfach recht. Ja, flüstern, normal reden geht nicht mehr, weil du redest ja schon über 10 Jahre immer dasselbe und die Leute verstehen dich nicht. Kriegst du mit der Karre überhaupt einen Parkplatz, Michael, oder musst du immer auf dem Gehweg parken? Immer auf dem Bürgersteig. Oh ja. Aber du hast ja diesen Zettel da vorne drin, im Einsatz. Im Einsatz. Immer für das Gute. Genau. Menschen helfen. Was hast du denn? Da ist ein Stahl, Zugriff! Richtig! Scheiße. Das wird mich ewig verfolgen. Was sagst du, großer Scheibe ist kaputt, das ist ein Ami. Meine Freundin, sag ich, ist ein Riesenfan von dir. Dann grüße mal schön von mir. Er grüßt dich. Ja, danke. Hab schön. Danke dir, großer. Ciao. Du bist ja erfolgloser Laiendarsteller. Das ist so krass immer, weißt du? Also die Kriminalität, die Gewaltbereitschaft, die hat auf jeden Fall zugenommen, weil das Problem ist, dass eben sehr, sehr viele ein Messer bei haben in Stresssituationen und dieses Messer ja nicht nur tragen, sondern auch nutzen. Ja, deswegen sage ich ja schon seit Jahren, bestimmt schon 10 Jahren, wir brauchen ein Messerverbot. Es muss niemand in der Öffentlichkeit mit einem Messer rumlaufen, rumführen, braucht er nicht. Messerverbot ist ganz, ganz wichtig. Das wissen auch unsere Politiker, aber die machen natürlich nichts. Deswegen sage ich auch immer, ja, unsere Kriminellen werden gesponsert von der Regierung, weil was wichtig ist, wird nicht umgesetzt. Obwohl wir Meinungsfreiheit haben, bei vielen die Meinung aber eingeschränkt, weil sie Angst haben, machen sie den Mund auf, werden sie in irgendeine Ecke gedrückt. Also sagen sie lieber nichts und bleiben in ihrer Komfortzone und alles bleibt beim Alten und wird immer schlimmer. Ich lebe die Hälfte des Jahres auf den Kanaren und da sind sehr, sehr viele internationale Gäste, Touristen und ich spreche mit vielen und die fragen mich, was macht Deutschland mit Deutschland? Was sind das für Politiker? Die können das gar nicht verstehen. Die gucken eigentlich zu von außen, wie Deutschland sich abschafft. Das ist unfassbar. Wir brauchen auf jeden Fall eine andere Politik, andere Politiker, die Politik machen für Deutschland, für uns Bürger. Und das passiert nicht. Wir haben das Recht, den Mund aufzumachen. Und wir haben die Pflicht, die Missstände anzusprechen. Und die Politik hat die Pflicht, diese Missstände abzustellen und alles dafür zu tun. Das tut sie nicht. Stattdessen versucht sie, die Menschen unterschwellig Angst zu machen. Die Mainstream-Medien zum Teil machen dabei auch noch mit. Das ist unfassbar. Ja, also hier sind wir am Kotti. Einer der größten Kriminalitätsschwerpunkte in sind auch Berlin. Immer, stehen oft Hundertschaften, stehen hier schon immer und warten schon darauf, dass was passiert. Also der Kotti ist einer der traurigen Höhepunkte von Berlin. Aber trotzdem, erstaunlich ist, wir sind hier mittendrin am Kotti, dass man, wenn man ein Stück weiter reinfährt in der Straße, dass da eben Oranienstraße, Multikulti gelebt wird. Friedlich. So sind die Unterschiede. Hier ist ein Brennpunkt und 500 Meter weiter rein ist Multikulti, wie man sich Multikulti wünscht.
friedlich miteinander leben. Das wünscht man sich. Das ist auch mein Ziel. Das versuche ich ja immer umzusetzen. Ja, ich bin ja Multikulti-Fan, dass eben viele Nationen friedlich miteinander leben. Und wenn ich immer höre, dass manche Leute sagen, Carsten Stahl, irgendein Spinner, Hartz-IV-TV-Laiendarsteller und all sowas. Ganz ehrlich? Naja, dann habt ihr, glaube ich, die letzten 10 Jahre gepennt, was wir gemacht haben. Wie ich mal angefangen habe, welche Geschichte ich im Leben hatte, ist das eine. Was ich daraus gemacht habe. Ich will nicht Politiker werden. Ich bin, wenn ihr so wollt, ein Aktivist, ein Kinderschützer und ich setze mich für das Recht der Bürger und gegen Missstände ein. Und das tue ich. Und wem es nicht passt, leckt mich am Arsch. Und sagt mir eure feige Scheiße doch mal ins Gesicht. Nicht vergessen, ich komme aus Berlin-Köln und ich bin 50 und nicht tot. So. Jetzt sind wir hier an einem der Brennpunkte oder den Brennpunkten, Kreisel kann man ja sagen, in Berlin, nämlich am Kottbusser Tor. Hier kommen viele Dinge zusammen. Hier trifft das Gute, aber auch das Traurige und auch das Böse. Hier ist ein Umschlagsplatz für Drogen. Hier ist regelmäßig Polizei ersetzt. Hier gibt es regelmäßig Übergriffe. Hier sind auch viele Obdachlose. Hier kommt das Elend zusammen. Hier jetzt hinter uns, und das habe ich auch gerade gesagt, kommt die große Polizeiwache hin. Hat auch jetzt Jahrzehnte gedauert. Das hätte man doch schon viel früher machen können. Jetzt passiert das mal. Ich hoffe, dass dann auch diese Gegend hier ein bisschen ruhiger wird. Meistens verlagert sich das Ganze dann ja los und tritt woanders auf. Und das ist das, was ich ja immer wieder sage. Die Polizei tut, was sie kann. Aber wie sieht es denn aus? Stellenabbau, sie sind teilweise auch total überlastet. All diese Dinge passieren und nicht jeder kann sich in einer Notsituation einen Leibwächter leisten. Und dann passieren immer schlimme Dinge. Um es nur noch mal Revue passieren zu lassen. Wir haben Gewaltübergriffe, wir haben Vergewaltigungen, wir haben Morde, wir haben Kindesentführung, Kindesmissbrauch, wir haben K.O.-Tropfenattacken, all diese Dinge. Ja, was? Verpisst euch aus Kreuzberg, ihr Forscher. Was sagt ihr? Was machst du hier? Was bedrohst du mich oder wie? Ich bedrohe dich nicht, du bedrohst mich doch. Mit einer Diskussion, ein bisschen belehrt. Also, dass ich mit Respekt zu verhalten. Du bist ja eben auf uns zugekommen und hast mich belästigt. Nee. Natürlich, du hast doch eben gesagt, was machen wir hier? Du hast mich doch belästigt. Ja, du hättest hier frei atmen können, ich bin eh drin, du kommst zu mir und belästigst mich. Du bist aggressiv zu mir und jetzt steht dir gegenüber. Was ist denn dein Problem? Nee, was ist dein Problem? Du hast mich doch gerade vollgetextet. Ihr redet hier in so eine rassistische Scheiße am Kotti. Was für eine rassistische Scheiße? Das ist wieder der ganze Blödsinn, dass wir Rassisten sind. Wir sind einfach nur Menschen, die die Praxis kennen. Und wir sind keine Rassisten, wir klären auf und versuchen Multikulti, dass Multikulti halt funktioniert. Das funktioniert nicht, wenn Menschen... Mir die Fallen läuft einfach weiter, wir machen unseren Job und du kannst tun, was du immer tust. Okay? Wegsehen, Scheiße erzählen, kannst du gerne machen. Okay? Oder hast du mir noch irgendeine Message zu sagen? Soll ich gleich auf die Knie gehen? Ist es dir jetzt für dich viel einfacher, den Kotten zu schieben von mir? Ich bin ein alter Mann gegen dich. Oder was? Hast du noch irgendwas zu sagen? Nee. Bist du so sauer? Alter, weil du mich belästigst und weil du mich vollquatscht. Du hast doch damit angefangen. Das ist doch eine Show, die du abschließt. Ist eine Show? Alter, ich hab Menschenleben gerettet. Ich hab Gesetze geschaffen, während du hier stehst und Scheiße laberst. Hab ich was getan? Was hast du denn getan? Was hast du denn getan? Ja, was hab ich denn getan? Ich hab zum Beispiel gestern alleine mich eingesetzt, das ist ein türkisches Mädchen. Hast du ihm nicht zugehört? Ich habe Gesetze geschaffen, habe Kindersexpuppen verboten, Handbuch für Pädophile verboten, dafür gesorgt, dass nie wieder ein Kinderschänder in der Schule arbeiten darf, lebenslang. Ist das nichts für dich? Warum macht dich das so sauer? Warum kannst du das nicht normal erzählen? Was ist denn mit dir? Du bist doch der eben gerade zu mir ankam und aggressiv war. Du bist doch der sich gerade... Jetzt vergisst er ganz seinen Auftritt zu Anfang, da war er ja sehr aggressiv. Jetzt testen wir mal meinen Knopf. Ja, ich habe hier mal einen Knopf und mal sehen, ich habe ja immer jemanden auf Standby, der kommt, wenn Hilfe benötigt wird und mal sehen, wie lange er braucht. Ach, Kinderschutz, ich kenne eure bescheuerten Parolen, Alter. Was sind hier Parolen? Was für eine Rechten, was für eine Scheiße erzählst du? Ja, wirst du mit so einen Vorurteilen konfrontiert? Nicht so oft, weil viele Menschen mich kennen, viele Menschen kennen meine Einstellung, viele Menschen wissen von meinen ausländischen Freunden, von meiner deutschen mit Migrationshintergrund, dass ich für die Rechte, für alle Menschen kämpfe. Denn wir alle sind Menschen. Und, die wissen ganz genau, dass ich nur das Gute will. Peace and Love and Harmony. Und nix, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Gott hat euch ein Gehirn geschenkt. Nein, hat doch kein Gott, hör mit dem Quatsch auf. Wenn man auch kein Gott gibt, ist auch okay. Dann glaubt man das, was du möchtest. Deswegen, schau, das ist so witzig. Das ist Berlin-Neukölln. Mich freut mich immer wieder. Das ist nicht mehr Neukölln, das ist Kreuzberg. Du wohnst hier doch offensichtlich nicht mal, du Vogel, Alter. Was ist denn mit dir? Komm doch mit deiner rechten Propaganda und geh woanders hin. Wir wollen bei euch nicht. Das kann ganz schnell alles explodieren.
ganz schnell. Wir freuen uns immer wieder, kultivierte Menschen zu finden, die tolerant sind, die sich für den Kinderschutz einen Scheiß zu interessieren und die vor allem den Scheißträger da ziehen. Kommt schon Hilfe. So ist wie lange hat er gebraucht? Man muss sich auseinandersetzen, man muss sich nicht jeden Scheiß gefallen lassen. Das ist zwar nur einer, den ich hier programmiert habe auf meinen Knopf, aber besser als keiner. Das scheinst du nicht. Überleg mal, wir sprechen hier ganz normal. Das, nee, mit sicherlich habe ich ihn angegriffen. Ich lache mich gerade tot. Was ist hier los? Ja, wir haben hier Menschen, die so ein bisschen... Ein körperlicher Angriff ist alleine das, was ihr auf unsere Ohren hier abzieht. Ja, natürlich. Ja, na, sicherlich. Ich brauche mit euch da nicht diskutieren. Nee, du diskutierst doch mit mir. Ich kann schon da. Das Teil kann Menschenleben retten. Ja, weil wenn man hier drückt, werden fünf Menschen, ich habe jetzt aktuell nur einen programmiert, helfen. Ja, und er, weil er speziell für meine Sicherheit mitverantwortlich ist, ich habe immer 24 Stunden Leute, die für meine Sicherheit sorgen. 3 Minuten hat es gedauert, er war da. Mega, ein Mega-Klick für mehr Sicherheit. Sie kriegen noch nicht mal mit, was wir machen, weil sie in ihrer Bubble leben. Jungs! Danke dir, mein Freund, aber nicht jeder sieht es so. Ja? Wusstet ihr übrigens, wir sind rechts? Wusstet ihr das? Das erzählen jeweils die Herren hier. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Wir werden weitermachen und wir werden uns von so einem Schwachsinn gar nicht abhalten lassen. Wir machen da weiter, wo wir es für richtig halten und nicht, wo irgendwelche Leute, die der Meinung sind, Kasperle-Theater zu spielen, Scheiße erzählen. Alter, merkt ihr das? Ihr seid doch die Kasper hier. Will er ja nicht. Er braucht ja den Content. Er möchte sich ja irgendwie profilieren. Wenn er mal rüberschaut, Jungs. Mit Migrationshintergrund, die genauso das Problem genauso sehen wie wir. Ja. Man kann auch manchmal nicht aus seiner Haut. Denn wenn man belästigt wird und vollgequatscht wird und vor allen Dingen mit Sachen aus sich auseinandersetzen muss, die nicht nur fern von jeglicher Realität ist, dann macht es einen auch stinksauer. Man ist ja trotzdem Mensch und man kann nicht aus seiner Haut. Ja? Aber manche haben halt ihre Einstellung. Ob die nur positiv ist, ob man die mag oder nicht. Aber ich lass mir nicht blöde kommen und lass mir nicht bepöbeln mit irgendeinem Scheiß und vor allem mit irgendwelchen Schwachsinnsparolen. Da kannst du jetzt filmen, du Kasper, wie du möchtest. Aber wir bleiben weiter an den Dingen. Der Erste, der auf uns zukommt. Der Vogel kommt an. Der Vogel, wie so ein Vogel, hat er ja nicht gemacht. Der Erste, der auf uns zukam, war er. Du, wir stehen doch hier. Geh du doch da. Ach, ist das lustig. Ja, das ist live. Man geht auf die Menschen zu oder man steht irgendwo. Und wenn er es gerade mitbeobachtet hat, man steht und man redet über bestimmte Dinge. Da kommen Leute, die eigentlich mögen. Ja, das ist ja vollkommen okay und erzählen irgendwelche Scheiße von Fascho-Scheiß und die haben eine Maske auf den Sicht und das in der Freiheit. Dann denke ich mir immer schon, natürlich mögen die einen nicht, weil wir natürlich über Probleme reden. Wir sind also Faschos und aus dem nächsten Moment pupen, hupen und grüßen uns Leute mit Migrationshintergrund und sagen, danke, bester Mann, danke, dass ihr das tut. Passt irgendwie nicht zusammen, aber es ist ja so, wir haben keine Masken auf, also sind wir Faschos, sind wir Querdenker, sind wir Menschen, die gegen etwas vorgehen. Die stehen hier und kommen auf uns zu und pöbeln uns voll. Und wenn man sich dann aber wehrt dagegen, ja, artikuliert und natürlich, ich lasse mich nicht von irgendwelchen Leuten Scheiße entgegenkommen und vor allen Dingen mich auf mich zukommen, dann gehe ich auch drauf zu, ist ja ganz normal. Und dann auf einmal ziehen sie das Schwänzchen ein, ja. Das gehört, hat die Maske gehabt, weil wir eine feuchte Aussprache hatten. Die hat das schon vorher aufgehabt, hat sich die aufgesetzt, weil er wusste, er spricht mit uns. Micha, wie siehst du denn sowas, wenn du sowas hier hörst? Ich meine, du bist ja diesen Anfeindungen auch regelmäßig ausgesetzt. Eine Maske im Freien macht ja nur dann Sinn, wenn jemand wirklich richtig krank ist. Den Eindruck hat er nicht gemacht. Also hier vermute ich ganz klar, der hat eine große Fresse gehabt und wollte sein Gesicht nicht zeigen. Ja. Ja, damit wir nicht sehen, seine Identität, wie er aussieht. Und wir wollen ja sehen, mit wem wir reden. Und ja, so schnell kann das Ganze explodieren. Ja. Und, weil habt ihr gesehen, es ist euch aufgefallen, dass die ganze Zeit die Hand in der Hose gehabt. Habt das gesehen, die ganze Zeit. Ja, auch ich habe das natürlich schon beobachtet. Ich habe nur darauf gewartet, dass er schnell und zuckhaft vielleicht seinen Arm aus Dings ist. Habe ich die ganze Zeit darauf geachtet, ob er was hat oder nicht, ist dahingestellt. Aber darauf musst du auch vorbereitet sein. Brandgefährlich. In meiner Brandgefährlichkeit. Nochmal, ich war nicht derjenige, aber ich lasse mir auch nicht blöde kommen. Er kam da auf uns, hat uns sofort angepöbelt. Ja? Und wir müssen uns das nicht gefallen lassen. Ja? Wenn ich es andersrum tun würde, er auch nicht. Aber da ging die Aggression aus, nur ich lasse mir auch nicht blöde kommen. Überleg mal, was wir bewegt haben, was hast du denn schon bewegt? Sagt der zu mir, der am Kotti steht, mit einer Maske auf und wahrscheinlich... Denke ich mal, nicht wirklich weit groß bewegt. Der will mir erzählen, 9 Jahre für den Kinderschutz, Kinderleben gerettet habe, Gesetze verändert habe, was wir bewegt haben. Ist schon traurig. Aber, was soll ich sagen? Wir haben in der Pandemie uns auch den Mund nicht verbieten lassen und wir machen das jetzt auch noch. Und das stört natürlich manche, die vielleicht der Meinung sind, ist alles so okay. Vielleicht ist auch jemand, der sich gerne auf der Straße festlebt und mag nicht, was ich sage. Kann er auch haben und machen. Aber er darf mir in die Blöde kommen.
Aber ich konnte das, glaube ich, eben sehr gut demonstrieren. Ein Klick und es kommt Hilfe. Und das ist sehr, sehr gut für die Sicherheit von Deutschland. Wir versuchen, Deutschland etwas sicherer zu machen. Mit einem Klick mein Bodyguard. Jetzt nochmal hier für alle erklärt. Wir sind hier an einem Brennpunkt in Berlin und hier passieren unschöne Dinge. Einfach auch, weil viele Probleme da sind. Mir geht es darum, Menschenleben zu schützen und vor allen Dingen Berlin, aber auch in Deutschland für mehr Sicherheit zu sorgen und dabei mitzuhelfen, die Polizei mit zu unterstützen. Wir haben noch nie dagewesene Zahlen von Gewalt, von Missbrauch, von Vergewaltigung, von Übergriffen, von Dingen, die passieren, besonders auch gegen Kinder. Kinderschutz ist für mich extrem wichtig und unverhandelbar. Und immer wieder sehe ich, wie Menschen zu Schaden kommen. Und wir haben mit My Bodyguard, mit dem man mit einem Klick, mit eurem Klick, mit deinem Klick Leben retten kann, Kinder schützen kann, Familienmitglieder schützen kann. Mit einem Klick werden in dem Moment, wenn ihr diesen Knopf betätigt, 5 Personen, die ihr als Helfer hinterlegt habt, informiert, dass ihr in Not seid und wo ihr satellitengenau seid in eurer Notsituation. Damit schließen wir eine Lücke, denn viele denken, wenn sie ihr Handy ziehen in einer Notsituation, könnt ihr Hilfe rufen. Das könnt ihr nicht, weil sie werden euch das Handy aus der Hand schlagen, ihr werdet voller Adrenalin oder voller Angst sein, ihr könnt es nicht entsperren. Im schlimmsten Fall schlagen sie es aus euch der Hand. Aber mit einem Knopfdruck, genau in dem Moment sagen, ich bin in Not und hier bin ich in Not, damit kann man etwas verändern. Und man kann dafür sorgen, dass Täter schon im Vorfeld wissen, dass sie, wenn sie etwas tun, sofort erwischt werden. Und das hat schon einen präventiven Faktor, den man nicht unterschätzen darf und der dafür mithilft, dass im Vorfeld Straftaten gar nicht erst stattfinden. Und hier hast du den Park. Ja, es ist immer schwierig, einen Parkplatz zu finden. Aber hier hat man einen exklusiven Parkplatz für einen Ford F-150 Raptor. Man hat Verständnis dafür. Ja. Aber warum? Nur weil ich, soll ich dir runterhelfen? Einen Gastank habe. Dankeschön. Komm runter. Genau. Vielen Dank. So, jetzt gehen wir da rein und genießen die Gastfreundschaft dieses leckeren Restaurants, wo es sowohl vegetarisch als auch Raptor-Nahrung gibt. Wir werden satt. Genau. Wisst ihr, jetzt sind wir ja hier, wir sitzen ja am Kotti und man glaubt es kaum, dass es mitten am Kottbusser Tor ein so, ja doch sehr leckeres und luxuriöses Restaurant geht. Und das wird von jemandem betrieben, der hier groß geworden ist. Und wir haben eben schon mal ein bisschen gesprochen. Es ist ein sehr interessantes Gespräch, wenn man mit jemandem spricht, der Migrationshintergrund hat, der es geschafft hat, ein Unternehmen zu gründen, sich hier integriert hat, hier auch geschäftlich erfolgreich ist. Aber er sagt, was sind das für Zeiten geworden und wo geht das hin? Und was hast du eben gesagt? Wer ist daran schuld? Wie? Die Politik, deutsche Politik. Wir lassen jeder rein hier. Wir lassen jeden rein. Wieso? Wie meinst du das? Das weiß ich nicht, wieso. Und genau das ist es. Überleg mal, das ist jemand mit Migrationshintergrund, der selber erkennt, dass das gefährlich ist. Und das ist das, was ich meine. Wir haben super Beispiele, dass es funktioniert. Und wir wollen helfen und wir nehmen auch Menschen auf. Aber die Menschen, die kommen, die müssen doch auch zeigen, dass sie sich hier integrieren. Sie können ihre Kultur leben, sie können hier erfolgreich werden. Wir helfen und unterstützen, aber sie müssen doch auch ihren Beitrag dazu leisten. Und wer hier kriminell wird, wer hier über die Stränge schlägt, Frauen vergewaltigt, zum Mörder wird. Raus alle. Raus. Oder wenn wir schon nicht das machen, dann aber lebenslang wegsperren. Und das sagt jemand, genauso wie ich, das rational sieht. Hast du mitbekommen, das Mädchen jetzt, da drüben die kleine Etche, die er erstochen hat? Ein 14-jähriges Mädchen, was jetzt bei Ulm erstochen wurde. Das ist das Schlimmste, was es geben kann, ne? Ich mache seit fast 10 Jahren Kinderschutz. Ich setze mich für das Wichtigste ein für unsere Kinder. Für alle Kinder, jeglicher Herkunft, Religion. Denn Kinder sind unsere Zukunft. Siehst du das auch so? 100%. Wer Kinder anfasst, nicht nur rein, mit anderen Methoden aus dem Land rausschmeißen. Und wenn das nicht funktioniert durch unsere grün-linke Politik, dann für immer wegsperren. Schützt unsere Kinder, schützt unsere Gesellschaft und damit meinen wir alle Menschen, die in unserem Land leben und hier Teil unserer Gesellschaft sein wollen und sich an die Regeln halten. Und da jeder ist gern gesehen, aber es funktioniert nur, wenn wir alle mitmachen und uns an Regeln halten und dann jede Kultur akzeptieren, tolerieren. Aber das gilt nicht nur für andere Kulturen, auch für unsere. Und das funktioniert, wenn alle mitmachen. Danke dir. Und jetzt erzähl mir nochmal was. Warte mal. Was war hier vorher drin? Ihr habt hier ein Scheißhaus, das musst du nochmal klären. Das müsst ihr hören, was die für ein Scheißhaus haben hier. Das war früher eine Bank. Ja. Der erste deutsche Bank war das hier, wa? Erste deutsche Bank, erste Filiale auch.
Und nach dem Bank haben wir genommen, aus dem Tresor haben wir Toilette gebaut. So. Die sicherste Scheißhaustür der Welt, würde ich sagen. Ja. Wahnsinn. War der offen oder musstet ihr den aufmachen oder wie? Also meine rausreißen, jetzt so wie weggekriegt das Ding hier, oder? Alter Schwede. Krass. Oh, geht jetzt nicht zu, da bin ich jetzt zumachen. Nein, gesagt. Krass ist das Teil. Krass, solltest du das an hier wirklich hier mit. Alter Schwede. Wenn du das Ding rausgerissen hättest, hättest du Tausende von Euros bezahlt. 150.000. 150.000. Ja. Da hast du die beste Idee gefunden, machst du ein Scheißhaus draus. Ja. Das sicherste Scheißhaus. Boah, das Ding kannst du nicht mal halten. Das sicherste Scheißhaus der Welt. So, kicken wir das jetzt mal an. Früher hat man hier Goldbarren. Oder früher hat man hier Goldbarren abgeseilt. Jetzt seilt man hier das ein oder andere ab. So, und da ich ja hier runterjagen bin, weil ich auch Klo will, verpisst euch jetzt. Ich will auf dem sichersten Scheißhaus der Welt. Bis. So, nach getaner Arbeit haben wir uns auch was verdient. Und wir sind in einem der besten Lokale hier mitten im Kiez, im Black Bull. Und wir essen jetzt, naja, vegetarisch und natürlich auch was für die Raptorenabteilung, ein bisschen Fleisch. Schönes Ambiente, viele nette Menschen, viele Menschen mit vielen Nationalitäten und Kulturen kommen hier zusammen, um hier gemeinsam zu essen, sich nett auszutauschen. Und ich bin dankbar für das gute Essen und dafür, dass diese ganze Scheiße, die letzten 2,5 Jahre war, langsam vorbeigeht und etwas Normalität wieder eintritt. Keine Masken auf der Fresse, wir können nett zusammensitzen. Und ich hoffe, es bleibt noch dabei und ich hoffe, ihr lasst es euch jetzt auch gut schmecken. Vielen Dank an den Koch. Grillhaus Black Bull. Am Kotti Nummer 1. Vermutet man gar nicht, aber eins der besten Restaurants hier in Berlin. Direkt am Kotti. Ist so verrufen, aber hier eine Riesenaufwertung. So ein Restaurant am Kotti. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken.